So, meine Freunde, haben wir hier Tourette als Beifahrer. Es gab doch mal den Clip, wo Monte gesagt hat, er darf nicht als Beifahrer unterwegs sein. Schauen wir doch mal ganz kurz rein, wie sich Jan als Beifahrer verhält. Rein in die Olga und wieder raus und rein und raus und rein und raus und rein. So geht Sex. Hey Leute, willkommen Hallo. Zu einem neuen Video von uns. Wir drehen heute mal vom Auto aus. Wir sind gerade auf dem Weg dabei, eine Maske abzuholen. Also mehr oder gesagt eine Brille, die wir für das nächste Video brauchen. Alles klar, okay. Ich will gar nicht wissen, was. Das wird sicherlich sehr lustig werden. Und zwar machen wir jetzt unterwegs ein kleines FAQ zum Thema Autofahren. Ja, das wird Tote gehen. Ich hoffe nicht. Einfach Luna fragt, wie kam es dazu, dass er vorne sitzen durfte? Ja, es müsste Oktober oder November gewesen sein. Da hatten wir zwei Drehtermine in Darmstadt. Auf jeden Fall haben wir dann einfach mal getestet, wie es ist, wenn ich vorne sitze. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch hinten gesessen. Aber da habe ich bereits noch nicht mal mehr versucht, die Türklingen zu betätigen. Mhm. Und vorne dann dementsprechend auch nichts mehr gemacht. Das ist ja nice, dass sich das irgendwie gebessert hat, so dass es halt auf jeden Fall besser geworden ist und dabei geholfen hat, dass er nicht mehr versucht, sich oder andere in Gefahr zu bringen. Das ist ja schon mal ganz nice. Seitdem auch nicht mehr verändert hat. Und ja, so kam das dann. KuchenTV fragt, müsste man eine Strafe zahlen, wenn man durch seinen Tick ins Lenkrad greift und zum Beispiel einen Unfall verursacht? Boah, das ist eine gute Frage. Etwas krankheitsbedingt passiert. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Keine Ahnung. Da müsste man Marie so fragen. Der weiß sowas. Wird das keine Geldstrafe mit sich ziehen? Der Bullenfotze! Oh. Ja! Oh Gott! Ja! Ja! Egal, die Fahrstelle. Ich bring uns beide in den Knast. Ich würde so feiern, wenn Tim einfach wegen Jan in den Knast kommt. Das ist mein Spirit Animal. Die sehen uns nicht, die sehen uns schon. Die sehen mich, ich sehe sie auch. Okay, ich werde die auf jeden Fall nicht überholen. Jetzt nicht. Ich sehe sie wieder. Kohlenfötzchen. Jetzt hältst du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich halte mich die ganze Zeit. Das tust du nie, lüg nicht. Ich halte mich die ganze Zeit. Tut es nie. Ich halte mich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Nicht auf Jan, nicht auf Gisela hören. Das stimmt überhaupt nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie beschäftigt ihr euch momentan so während des Lockdowns? Netflix und masturbieren, na ihr kleinen Dicker. Ich weiß doch, was ihr macht. Ja. Guck mal, dieses Auto ist voll geschissen wie dein Gesicht. Und dass es bei dir immer so aussieht. Fabian Stegi fragt, wird Jan irgendwann mal Auto fahren können? Gut, dass er nochmal seinen Instagram-Namen darunter geschrieben hat. Weil der steht jetzt zum Glück hier oben nicht. Fabian Stegi. Stegi, Grüße geht raus an der Stelle an deine Community. Die wichtigste Voraussetzung dafür wäre, dass ich mindestens 12 Monate komplett anfallsfrei bin. Mhm. Hast du denn überhaupt persönlich Interesse daran, Führerschein zu machen? Das Ding ist, hier oben die Frage kann InScope auf jeden Fall auch an der Stelle wieder nicht vernünftig beantworten. Ebenso wie die mit der eigenen Wohnung. Es ist schwierig. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich spreche jetzt nur aus meiner Perspektive, ne? Wenn ich Tourette hätte und selbst 12 Monate anfallsfrei gewesen bin, wäre es mir zu heikel, einen Führerschein zu machen. Ich wüsste einfach nicht, also ich kann das gar nicht sagen, weil ich habe ja gar keine Ahnung, wie das ist. Aber ich weiß es nicht. Also vielleicht, boah, schwierige Nummer. Also persönlich würde ich eher davon abraten, aber das muss er ja selber entscheiden. Meine Meinung tangiert hier überhaupt nicht, weil ich dazu eigentlich gar nicht sagen darf und kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Stell dir mal vor, eines Tages mache ich das wirklich, ist richtig lustig. Ja, das wäre mal abwechslungsreich, dann holst du mich mal ab. Nein, das geht nicht. Ich bin auch immer betrunken. Ja, okay, stimmt. Also ja, wir kennen das Problem beide. Das habe ich ganz vergessen. Sogar jetzt gerade habe ich 3 Promille. Gut, dass du nicht fährst. Ja. Wir hoffen übrigens, dass mit dem Ton alles okay ist. Tut natürlich leid, wenn so ein paar Hintergrundgeräusche sind, was so das Auto angeht. Aber das ist so geil, dass Tim sich immer für jede Eventualität entschuldigt, die falsch gehen könnte. Das ist tatsächlich wirklich, ist wegen seiner Epilepsie. Ja, genau, nicht wegen seiner, wegen seiner Epilepsie, nicht wegen Tourette, genau. Also, die Frage ist halt, das weiß ich jetzt wirklich nicht, das müsste ich ihn mal fragen. Wenn er einen Tick hat, dann rollt er meist seine Augen nach oben und guckt nach oben. Während eines Ticks könnte es ja auch passieren, das ist jetzt nur eine Annahme von mir und ich weiß es nicht, dass er quasi einen Tick hat, die Augen nach oben rollt, das Verkehrsgeschehen aus dem Sichtfeld verliert, maybe sogar den Mittelfinger der Polizei oder sowas zeigt und dann nicht mehr hundertprozentig beim Verkehr dabei ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Eventualitäten, die da abgewägt werden müssen. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden und wir haben halt schon diese Ansteckmikrofone. Tim, alles in Ordnung. Absoluter Krotz. Unser Bestes. Was war so das Heftigste, was bis jetzt... Boah, guck mal, hier ist, glaube ich, voll der fette Unfall passiert. Alter. Das Alter. Krasseste. Ja, also ich bin einmal mit meiner Mutter, haben wir meine Großeltern besucht vor etwa 1 oder 2 Jahren und auf dem Rückweg kam uns die Polizei entgegen
Und genau in dem Moment, wo die Polizei an uns vorbeigefahren ist, habe ich die Hupe gedrückt. Die haben meine Mutter tatsächlich angehalten. Also, und das Peinliche war, meine Mutter war währenddessen besoffen. Oh shit, Alter. Naja, ich meine, war sie nicht auf Crystal Meth oder sowas. Ganz nice. Nein, das war sie nicht. Macht Jan während der Fahrt manchmal die Tür auf? Lach-Smiley. Adri, das ist lustig. Das ist lustig. Darüber lachen wir. Ja, Adri, das ist lustig, ja. Gott sei Dank auch nicht mehr. Wie das? Das ist ja immer im Wandel, ne? Also das immer im Wandel. Immer im Wandel, genau wie Deutschlands Staatsgrenze im Zweiten Weltkrieg. Historisch akkurat. Ha! Oh, war das etwa unangebracht? Polen würden sagen ja. Dass irgendwann Gisela einfach an gewissen Junge. Sachen einfach den Reiz verliert. No front. Wobei, im Zweiten Weltkrieg, a lot of front. Ich halt's Maul. Ne? Dass einfach irgendwann das Interesse verloren ist. An der blonden Katze werde ich nie das Interesse verlieren. Ich hasse sie. An der blonden Katze? Was? An der blonden Spacko-Katze, die uns dissen will. Warum lebe ich eigentlich noch? Ach, du meinst Revi? Weil er hat diese Katzenohren an seinem Kopfhörer dran. Ich würde niemals eine echte Katze hassen. Aber du hattest doch damals schon mal... Danke fürs Definieren, Tim. ...einen Führerscheintest gemacht, oder nicht? Ja, genau. Ich habe mit dem Führerschein angefangen, mit 17,5. Da habe ich zuerst die Theoriestunden gemacht. Und dann meinte ich hätte für die Theorie ganz gut gelernt. Dann bin ich zur theoretischen Prüfung gegangen. Ich bin durchgefallen mit 71 Fehlerpunkte, Bro, Digga. Nicht bestanden! Also habe ich scheinbar nicht... 71 Fehlerpunkte, boah, das Alter. Muss aus, das muss man auch erstmal schaffen. Junge. Das finde ich lustig. Ich auch. Trotzdem will ich lieber betrunken sein. Schaltet Jan die ganze Zeit hin und her. Boah, ich würde so gern Jan als DJ einfach mal erleben, Alter. Der so als DJ irgendwo auflegt. Richtig wild. Also das Radio. Nee, auch nicht. Aber ich könnte es machen, wenn du willst. Nee, lieber nicht, weil dann das können wir... Ich leg als DJ auf. Das ist eine große... Dafür können wir das Ganze... Alter, Jan X not so cool. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wir wissen es noch nicht genau. Bootshaus, Digga, du kommst auf die Bühne, wir legen zusammen auf. Video vergessen wegen der Musik. Das stimmt. Beleidigt Jan oft andere Autofahrer? Ja, gerade hast du dich beleidigt. Das stimmt, das war dann die Polizeiautos. Wisst ihr, wer von uns ganz viele andere Autofahrer beleidigt? Nee. Das bin nicht ich. Da sitzt aber niemand. Ja, ich meine auch dich, du Arsch. Ich beleidige nie. Boah, ich hab's auf Madeira mitbekommen. Tim ist wirklich ein sehr, sehr salziger Autofahrer, das stimmt. Doch, du beleidigst alle, vor allem die Frauen. Jedes Auto, was so langsam fährt, wird als Tim von Frau betitelt. Das stimmt überhaupt nicht. Das doch, das stimmt. Der lügt nicht. Also würdest du schon sagen, dass dir das mittlerweile fehlt, dass du nicht Auto fahren kannst? Ich stelle mir halt mal vor, wie es wäre, dass, wenn ich Auto fahren würde, dass halt viele Dinge praktischer wären. Ja, und schneller, ne? Ja, zum Beispiel halt größere Sachen zu besorgen, wie Möbel oder wenn man mal einkaufen geht und dann mehrere Wasserkästen holen möchte. Ja, ich meine ja. Natürlich Wodka-Kästen. Wodka-Kästen, Digga. Gibt es Wodka in Kästen? Und wenn ja, wo kann man das kaufen? Bitte, ich brauche. Und was jetzt nichts mit Autofahren zu tun hat, was aber auch einige gefragt haben, wie es mit dem 2 Millionen Abonnenten-Special aussieht, falls wir die dann bald erreichen sollten. Wir haben da auf jeden Fall schon was ganz. Du Wichskind, ich fick dich doch. Ja, ich rasier dich, arme Nakon. Ist das jetzt gegen mich oder gegen die Leute, die da draußen laufen? Ich frag mich. Oh, die fahren gerade durch Köln. Hier im Hintergrund. Ja, Nakon. Das Kranhaus zu sehen, ein architektonisches Meisterwerk in Köln. Hier, glaube ich, die Brücke, die einen Namen hat, dessen Namen mir nicht geläufig ist, aber sie fahren gerade durch Köln, ja. Gegen mich oder gegen die Leute, die da draußen laufen? Ich frage mich immer so, was sie sich so denken, wenn einfach so random jemand den Mittelfinger zeigt von der anderen Spur. Ich habe mir schon mal überlegt, ob wir nicht mal einen Tag im Cabrio mit Gisela machen sollen. Digga, mach doch mal einen Tag mit einer geladenen Waffe und Gisela. Joke. Weil einige auch gefragt haben, was wir zu dem Diss-Track sagen, der jetzt bald kommen soll. Ja. Von dem lieben Revi. Aha. Sagen wir so, wir sind beide sehr gespannt. Nee. Ich auch. Ich bin auch gespannt. Ich habe nichts vorbereitet, wenn ich ehrlich bin. Übrigens kommt der wahrscheinlich am Samstag. Egal. In welcher Art und Weise wir gedisst werden. Der Spacko disst sich eh selber. Okay, weiß ich jetzt nicht. War wirklich schlecht, der Front. Eigentlich ist jedes einzelne Video von uns ein Diss-Track gegen ihn. Ja, richtig. Und irgendwann werde ich alle Videos sammeln und eine Sammelklage einreichen und euch anzeigen. Alle beide. Falls du das gerade siehst, ich meine das alles ernst. Au. Ich bin auch nur ein Mensch mit Gefühlen an der Stelle. Du Arschloch. Guten Morgen,
Barbarossa-Platz. Die sind wirklich gerade am Barbarossa-Platz. Nice. Doch, noch wach. Verarscht, das ist der Rudolfplatz. Stimmt, ich verwechsel die beiden Plätze immer. Ich verwechsel immer Rudolfplatz und Barbarossa-Platz. Was erzähle ich euch? Ihr wohnt alle wahrscheinlich auf irgendeinem Dorf, nicht im Land. Was? Ach, egal. Jan zieht ja nach Köln um und Tim, ziehst du mit nach Köln oder bleibst du in Bonn? Und wie wird das mit den Videos? Jan zieht ja nach Köln. Ziehst du mir nach Köln oder bleibst du in Bonn? Und wie wird das mit den Videos? Oh, top. Also ich bleib erstmal in Bonn. Jan zieht erstmal allein nach Köln. Kackermaus. Das mit den Videos wird aber wie gewohnt weitergehen, ja. Und mit den Streams ebenfalls. Schade. Da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, das schränkt auf jeden Fall uns nicht irgendwie ein. Du Arschloch. Guck mal, was hier los. Ich hätte auch, also keine Ahnung, man hätte ja die Videos auch einfach jetzt ohne Themen machen können, das wäre eine Möglichkeit. Das ist schon wieder, Köln ist schon wieder richtig voll. Du hast keinen Mundschutz an, du alte Kachlo. So, Kachlo. Brille eingepackt, jetzt geht's wieder ab nach Hause für Tim und Jan. Alter, die waren bei Evive unangenehm. Unangenehm. Wieso verbringt ihr so viel Zeit mit der Vive? Der nutzt euch nur aus. Ja. Was war das? Ich hoffe, du hast ein Tier totgefahren, was jetzt matschig ist. Ich habe gerade Angst, dass die Tür sich hier geöffnet irgendwie. Wie lange brauchst du in etwa, um ein Video zu schneiden? Boah, das ist richtig unterschiedlich, wie lange wir aufgenommen haben und wie umständlich das ist. Ich guck jetzt an, wie schön ich bin. Also ich muss an der Stelle wirklich mal mad Shoutouts und Props an Tim da lassen, auch wenn der hier immer gut sein Fett wegbekommt, ja. Tim hat sich wirklich geisteskrank gesteigert, ja, wenn man sich das mal anschaut. Der hat sich das alles selber beigebracht, der macht das mit der Mucke mittlerweile regelmäßig, der baut Memes mit ein, der hat das Kroppen und sowas verstanden, so. Der geht sogar teilweise jetzt schon hin und verformt ganze Gesichter und sowas. Also Tim ist wirklich, was das angeht, echt extrem gut geworden, Mann. Das muss man einfach mal sagen, so. Ich habe das Gefühl, als würden Tims Videos deutlich besser geschnitten sein, als die, die Evive von einem Cutter schneiden lässt. Gut, es liegt natürlich auch immer im Grundmaterial. Bei Evive ist das Grundmaterial auch ein großer Haufen Scheiße. Ah! Ah! Kachlo! Kachlo, Alter, Digga. Wie lange wir aufgenommen haben und wie umständlich das ist, das zu schneiden. Also das können so zwischen 5, 3 und 8 Stunden sein. Krank. Also nimmt es schon ordentlich Zeit in Anspruch, ne? Auf jeden Fall. Wie findet ihr Tattoos? Würdet ihr euch selber welche stechen lassen? Ich warte lieber auf Spackos wie der Dave, weil die kann ich tätowieren. Dämlicher Dave, Alter. Komplettes Leben versaut wegen dem Tattoo. Er schreckt nicht mal davor zurück. Falls ihr euch tätowieren lassen wollt von Jan, bewerbt euch. Grüße gehen raus an dich, falls es sieht. Also ich finde Tattoos interessant, muss ich sagen. Allerdings ist es... Also boah, ich muss mit euch auch mal Tattoo-Real-Talk halten. Ne? Ich muss mit euch mal einen richtig kranken Tattoo-Real-Talk halten. Ich hatte vor so 3, 4 Monaten hatte ich mal eine Phase, wo ich mich komplett tätowieren wollte. Wo ich mir gesagt habe, so, jetzt reicht's mir, ich tätowiere mich komplett. Aber ich bin immer noch nicht entschlossen. Irgendwann erzähle ich euch mal von meinen kranken Plänen, Alter. Aber jetzt noch nicht, sie sind noch nicht ausgeprägt genug. Ich wüsste jetzt kein Motiv. Es interessiert mich nicht. Ja, dann verpiss dich aus dem Chat ganz einfach. Big Mac, bann den weg. Wo ich nicht Angst hätte, dass ich mich irgendwann dran satt sehen würde. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass der Dave sich traut, sich von... Ich wollte mir eigentlich eine Rolex ins Gesicht tätowieren und darüber das Gesicht von Monte in mein Gesicht tätowieren. Mit den Gesichtstattoos von Monte. Mir tätowieren zu lassen, hat mich dann aber richtig gefreut, dass er zugesagt hat. Und ich hatte vorher auch keine Angst, dass ich ihn verletzen würde, was ich ja auch nicht getan habe. Ich hätte Angst, ja. Leider. Ich hätte ihn gerne getötet damit. Ich hätte ihn getötet und danach hätte ich einen Massaker gemacht, wie er noch in guten alten Zeiten. Aber das... Ich will gar nicht wissen, was da rausgeschnitten worden ist. Ich bin jetzt immer so an diese Madeira-Zeit erinnern. Es geht nie wieder weg. Wie hoch ist dein IQ? Ja, wie hoch ist denn dein IQ? Ich habe das noch nie testen lassen, muss ich sagen. Ja, Tim, da braucht man nicht testen. Im Jahr 2005 mal getestet, da war ich aber 7. Ja, okay, dann wird der wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen höher sein. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Ding ist, dass der IQ exponentiell steigt oder linear ansteigt. Ich glaube, dass das Logikverständnis und sowas sehr gleichbleibend ist. Nur die Aufgaben wahrscheinlich altersspezifisch angepasst werden. Klar ändert man in der Rhetorik und sowas seine Aussprache in verschiedensten Punkten und sowas und versteht natürlich auch deutlich mehr. Weiß aber nicht, ob man tendenziell im Alter intelligenter wirkt. Ich glaube, der IQ sinkt sogar tatsächlich. Also dementsprechend ist aus meinem 160er IQ, warte mal, ich glaube, mit 160 ist man schon komplett durch, oder? Das ist ein guter IQ, sagen wir 133. Ich habe eben übrigens eine Aufnahme gehabt mit der Vive, da hat er gesagt, hast du schon mal einen IQ-Test gemacht? Ich habe gesagt, mein IQ ist 131, bin in der Mensa. Vives Antwort war darauf nur, was ist die Mensa? Oder was ist eine Mensa? Perfekt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Faktor das mit Essen verbindet. Ich weiß nicht, ob der sich verändert. Ich hoffe es, weil ich glaube, ich war ein Punkt unter dem Durchschnitt. Ja, bestimmt. Kleine Schläge gegen den Hinterkopf erhöhen das Denkbewusstsein. Auto abgewürgt. Der Tim, ein Unfall. Auto abgewürgt. Aber einfach... Huch!
einfach mal das Auto abgewürgt. Und jetzt einfach mal das Aufnahmegerät verlieren. Ah ja. Malte Kachlo. Ich hab gerade ein Mädchen beleidigt, mit der ich in der Grundschule war. Zu Recht. Ach, die kanntest du? Ja. Hallo, Freunde. Hallo. Ja, los in den LKW rein, schnell. Nein, ich will schnell, nicht. Ich will, dass es kracht. Ja, für das Gefühl. Es soll krachen, nein. Aber ich will nicht daran schuld sein. Du fährst ja auch nicht. Volle Kraft voraus, schnell, schnell. Okay. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, dass alles geklappt hat. Das war jetzt das erste Mal, dass wir so richtig was aus dem Auto aufgenommen haben. Perfekt. Ich habe keine Ahnung. Super. Wenn es dann an der Stelle war, dann beenden wir es hier auch. Sehr schön, das freut mich doch sehr. So.